Herzlich willkommen, Folks, zu Slide 3. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt hier in einer schicken, schnieken China-Bude. Denn wir sind ja in der letzten Folge hier angekommen. Und wir haben uns den Panda-König auf unserer Seite geholt. Ja, und ich war nicht untätig. Ich habe jetzt wieder ein paar Münzen gesammelt, weil ja ein bisschen was wieder nachgeholt werden muss im ThiefNet. Und das werden wir jetzt erstmal knacken. Braucht auch ein bisschen Abwechslung wieder. Ein bisschen Münzen sammeln. Wie sagt man so schön? Variatio Delectat. So, und jetzt geht's los. Auf ins ThiefNet. Und ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. ThiefNet. Geht doch. Ja, seht ihr eine Menge? Einiges ist bekannt, einiges ist neu. Zum Beispiel die Greifkamera. Die gab es im zweiten Teil noch nicht. Aber wir scrollen erstmal nach unten hier. Denn wir werden erstmal hier das alles für Sly holen, da er unser Hauptcharakter ist. Ne? Und da würde ich doch einfach. Das sticht mich doch glatte Schattenkraftstufe 1 ins Auge. Da können wir uns nämlich jetzt unsichtbar bewegen. Darum würde ich sagen, ist verlockt, ja. Aber, ja komm, schwafel nicht drum, kauf's. Und Stoßangriff Stufe 2, Sprungangriff Stufe 1 und Drehangriff Stufe 3. Also, stimmt ja, wir haben den Drehangriff auch noch nicht auf Stufe 3 gehabt. Den auf jeden Fall. Stummes Finish ist auch sehr wichtig. Dann können wir die Gegner immer schön ausschalten. Ich habe das jetzt beim Münzensammeln wieder gemerkt. Na gut, das auch alles hier. So. Ja, da ist das Geld schon wieder alle. Aber ich habe extra ein bisschen was noch gelassen, damit wir jetzt noch ein bisschen was sammeln können. Ja? Gut, was nehmen wir denn da? Stimmt, der Mary hatte zeitweilige Sperre. Flammende Fäuste. Nehmen wir das. Und da ist das Geld schon wieder alle. Okay, die Greifkamera. Die war auch noch wichtig. Habe ich jetzt gar nicht realisiert, ja. Okay. So, das speichert es auch automatisch. Und jetzt wird es aber Zeit. Jetzt wollen wir loslegen hier in China. Und schaut es euch an. So sieht China aus. Also. Wir haben es ja bereits schon gesehen, aber das ist jetzt der richtige Abschnitt hier. Gut. Und dann kann ich ja noch mal ein bisschen Kohle sammeln auf dem Weg zum Auftrag hin. So. Da seht ihr, das war das stumme Finish. Dadurch werden wir nicht gehört, wenn wir irgendwen stumm finishen. So. Das sieht ja schon mal aus hier. Und was hat er? Na, ein mittleres Nugget. Sind jetzt nicht so spektakulär hier die Schätze, die die Gegner haben. Aber es macht eine Menge Spaß, die hier zu sammeln, ne? Kennen wir ja alles. Gut. Okay, der hat was gehört. Halt, ich mach mal das Select-Taste und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Legen wir das mal. Ne, ich lasse das mal auf die Taste, weil ich das da gewohnt bin. Und das machen wir mal so, ja? Dann kann ich hier so unsichtbar schön schleicheln. Juhu. Aber ich habe das jetzt auch nicht vor, häufig Gebrauch zu nehmen. Und dann wollte ich noch erwähnen, Carmelita schleicht auch hier in die Gegend herum. Und heizt den Gegnern mächtig ein. Naja, bei den Kurven, die sie hat. Ich habe nichts gesagt. Mittleres Nagel, schon wieder. Okay. Jetzt sind wir aber voll schon ein bisschen overpowered hier, ja. Mal da hoch muss ich. Wie komme ich da jetzt nochmal hoch? Ah, da muss ich hier diesen Berg hochgehen, glaube. Warte mal. Ja, da ganz hoch, ne? Gut, dann gehen wir mal hier so lang. Also ist wieder eine schicke Umgebung hier. Und ja, ich bin schon richtig. Ich freue mich richtig, dass ich das jetzt wieder spielen kann. Vor allen Dingen haben wir jetzt wieder ein bisschen aus dem ThiefNet was ge. Großer Goldbarren. Das ist das. Warte mal, ist das das Wertvollste? Ja, ich glaube. Dann gibt es noch. Ne, warte mal, hier gibt es auch einen großen Rubin. Der ist das Wertvollste. Ich habe immer auch gedacht, dass der große Goldbarren hier das Wertvollste ist, aber. Ich glaube auch, die ganzen Items, die gab es schon in irgendeinem anderen Slide-Teil, glaube ich. Ah, der hat auch was Wertvolles. Okay, den nehmen wir uns auch noch. Vielleicht hat er ja einen Topass. Ich glaube, die kleinen Gegner, die haben immer so. So kleine. Ach, verdammt. Mensch. Ja. Na, siehst du mich noch? Komm, den habe ich jetzt schon ausgeraubt. Jetzt geht's hier weiter.
Hey, da steht was in chinesischer Schrift. Dieser Fels wird kein leichter sein. Nee. Dieser Fels so, wird kein okay. leichter sein. Nun gib mir endlich mal dein Zeug, weißt du? Steinig und schwer. Deine geklaute Ware. Weißt du eigentlich, was hier passiert mit Leuten, die auch ihren Kaiser bestehlen? Da wird dir die Hand abgeschnitten. Ja? Also, ich fühle dich geehrt, dass ich da dazu beitrage, dass du deine Hand ein Weilchen behalten kannst. Bin nur. So, bin ich auf dem richtigen Weg eigentlich? Nicht, dass ich ja sonst wo noch hinlaufe? Nee, ich müsste doch. Müsste doch eigentlich. Ach, ah, siehst du? Okay, über das Seil hier kommt man ganz gut da dran. So, na, hau mal ab hier. Okay, General Zhaos Geschäftshaus ist durch ein spezielles Doppelvorhängeschloss gesichert. Wenn wir hineingelangen und an all den Sicherheitsvorrichtungen vorbeikommen, müssten wir Zugang zu den Kaufbelegen für die Hochzeit bekommen. Dann lasst uns mal diese Schlüssel stehlen. Das ist leider nicht so einfach. Die Schlüssel haben einen Selbstzerstörungsmechanismus und die Wachen, die sie bei sich tragen, sind in ständigem Funkkontakt. Wenn wir also dem ersten Wachposten den Schlüssel stehlen, wird er es melden und der zweite zerstört seinen, bevor wir ihn bekommen können. Genau. Daher müssen wir die Schlüssel nahezu zeitgleich stehlen. Da du darin besser bist als ich, sollte ich vielleicht anfangen. Ich beziehe Position hinter dem Ziel. Ruf mich, wenn du den Schlüssel hast. Dann schlage ich zu. Bestätigt. Okay, da habt ihr gehört, was zu tun gibt. Mal wieder ein paar Schlüssel stellen, weil unsere Freunde die Dietriche vergessen haben. In Position. In der Sekunde, in der du deinen Schlüssel hast, schnappe ich mir diesen hier. Roger, ich bin unterwegs zu Schlüssel Nummer 1. Aber bitte jetzt nicht hier sowas, Achso, wir steuern jetzt Bentley, okay. Dann roll doch mal los, kleiner Freund. Ja, der macht da erstmal Sportübung. Und ich wette, jeder, der dieses Spiel hier schon mal gespielt hat, wird versucht haben, die Glocke hier anzustoßen. Ja, ich auch. Oh. Wir wollen auch mal testen, ob er noch gut hören kann. Oder ob er seine... Oder ob er hier die Glocke anstößt, innen drinne. Ja. Komm mal her. Na gut. Warte mal. Was hast du denn da für Schlafübungen gemacht, Junge? Naja, wenn's hilft, ne? Ah, okay, da ist der Gegner. Warte mal, wo guckt der hin? Okay, ich muss von der anderen Seite aus. So. Aber du bleibst schön stehen, ja, Junge? Das ist fein. Okay, da ist der erste Schlüssel. Ich hab den ersten Schlüssel. Hol dir den zweiten, bevor die Wache es meldet. Okay. Da haben wir ihn. Na, das war doch gar nicht so schwer. Der Schlüssel ist intakt. Wir treffen uns für die Übergabe vor der Statue des Generals. Ja, okay. Oh, wollen wir mit dem Schiff fahren? Yay. Da können wir uns schon mal dran gewöhnen, ja. So, aber ich möchte ja eigentlich... Möchte ich ja darüber. Nee, hier hoch möchte ich. Juhu. Ist das cool? Ja, okay. Dann können wir ja wieder abspringen, wenn es cool ist. So, habe ich euch jetzt Carmelita schon gezeigt? Nee. Naja, dann... Platz dabei. Nee, ich möchte jetzt auch nicht wieder 3 Stunden hier an derselben Stelle. Na komm, ich zeig's euch mal kurz. Aber wahrscheinlich habt ihr sie schon vor mich schon irgendwo gesehen. Die ist nämlich, eigentlich ist sie immer hier in der Nähe. Carmelita, wo bist du? Zeig uns deine tolle Mütze, die du wieder im Schneegebiet aufhast.
Nee, Carmelita. Ach, Mann. Jetzt bist du bloß nicht hier, Mann. Jedes Mal, wenn man dich ruft, bist du nicht da. Naja, irgendwie früher oder später werden wir sie schon sehen. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. So. Tada. Gute Arbeit. Mit diesem zweiten Schlüssel und meiner Greifkamera bin ich bereit für das innere Büro. Brauchst du da drin wirklich keine Hilfe? Dieses Problem kann leider nur durch Technologie gelöst werden. Ja, gut. Dann viel Spaß mit deiner Technologie. Wart nicht auf mich. Das kann die ganze Nacht dauern. Ja, die ganze Nacht. Wer weiß, was du noch so mit deiner Greifkamera alles greifen willst, wa? Nee, was? Ja. Ja, es ist aber schön, dass man hier nicht an der richtigen Stelle ist. Sondern nur am Treffpunkt. Ach, jetzt muss ich da wieder da hochlatschen. Na toll. Ja. Bloß gut, dass Bentley auf Rollen ist da. Jawohl, jetzt kann ich hier nicht... Ah, doch, eigentlich... Ah! Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Wäre ja auch cool gewesen, wenn das Boot da hochfahren würde. Mensch. Da sieht man mal, was für veraltete Technik die hier haben in China, ja. Können nicht mal Boote entwickeln, die hier den Berg hochfahren. Wenn sie schon solche Berge bauen müssen hier. So, was? Ah, schon wieder vorbeilaufen. Okay, aber da sind wir. Los geht's. Und spätestens hier hätten wir die Greifkamera kaufen müssen. Bloß gut, dass ich immer so ein Glück habe, um alles rechtzeitig noch zu schnallen. Okay. Du hast wegen der Sicherheit hier nicht übertrieben. Hoffentlich kann deine Greifkamera eine Wache auf die Druckplattform locken. Sonst kommst du nie auf die obere Ebene. Okay, wir haben also jetzt die Greifkamera irgendwo. Wie sieht das Teil eigentlich aus? Keine Ahnung. Hier ist die Greifkamera. Okay, dann nehmen wir auf der L2-Taste. So. Und jetzt werfen wir das Ding. Ne? Drücke die zugewiesene Taste. Okay, jetzt. Und jetzt können wir hier mit der Greifkamera, die habt ihr ja noch gar nicht gesehen, jetzt können wir hier uns immer so fortbewegen, weil sie so einen Haken hat. Und sie kann auch hier, Achtung, das finde ich voll lustig. Ja gut, das war jetzt nicht der lustige Spruch, den ich hören wollte, aber ich zeige euch mal was anderes. Ja? Da kommen nämlich dann immer so tolle Sprüche von Bentley. Finde ich ziemlich cool. Ja, und so locken wir dann die dummen Gegner zu der Stelle, wo sie hin sollen. Komm doch mal hierher. Okay. Von Balken zu Stützbalken zu Stützbalken. Gut, da können wir nicht direkt drauf. Wäre ja auch irgendwie blöd, oder? Wollte nicht lang meiner Stimme. Hierher, Junge. Ah, cool. Das können wir auch noch kaputt machen. Super. Ja, oder scheint das jetzt zu weit weg zu sein? Keine Ahnung. Na komm, stell dich drauf. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Da hoch? Das ist alles zu weit weg, oder wie? Na hallo? Geht das hier nochmal weiter? Schnallt's nicht, ne? Schnall ich's wieder nicht, oder? Boah. Stell dich doch einfach mal da drauf, Junge. Wie wäre das? Genau, hör ihnen zu. Wenn er was sagt durch seine Greifkamera, die du nicht siehst, ne? Stell dich da hin. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Die Idee ist gewagt. Oh, jetzt will er sich wieder...
Was ist denn? Soll ich gedrückt halten oder? Nee. Ach, ich bin so blöd, ja. Ich muss das zweimal drücken, ey. Gut, jetzt verpasse ihm einen Schlafpfeil, damit er da bleibt. Ein Schlafpfeil? Okay, hier voll ins Genick. Nee. Okay, verlassen. Und jetzt? Genau, ein Schlafpfeil. So, zack. Okay, das hat die Tür zum oberen Büro geöffnet. Lock den Wachmann von oben zur zweiten Druckplattform und schalte so die Türlaser aus.